auszuleiten. Also ich hatte jetzt eben wie die Frau so den Impuls, dich zu bitten, das Ich noch ein bisschen feiner zu differenzieren. Also wenn ich mir jetzt hier mit einer Nadel im Finger steche, tut mir das weh und dir nicht. Ja. So, also es scheint da ganz offensichtlich eine Art Trennung zu geben. Ja, es gibt in dir die Idee, dass du das bist und dass dir das wehtut. Ich habe jetzt nicht die Idee, dass es mir wehtut, wenn du dich stichst. Aber du bist der Meinung, wenn du die Idee hättest, dass es dir wehtut, dann würdest du spüren? Wie meinst du? Ja, das funktioniert sogar so. Das nennen wir Mitleid. Das ist Mitleid. Okay, aber wenn du nicht siehst, im Gegensatz zu Mitgefühl. Okay, aber wenn du nicht siehst, wann ich mich steche, dann musst du es nicht spüren. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, näher zusammen sind und ich mehr auf dich eingestimmt bin und du hast einen Schmerz in dir, dann könnte ich ihn durchaus spüren. Es könnte auch sein, dass nicht, je nachdem, wie du auch damit umgehst. Wenn du einfach nur registrierst, oh, das ist eine Nadel, ja, die Nadel, die hat nochmal die Eigenschaft, spitz zu sein und die dringt durch meine Haut und aha, interessant, und jetzt wieder raus, okay, ein kleiner Blutfleck, wunderbar. Ja, dann könnte es sein, dass ich das gar nicht registriere. Was ich damit sagen will, ich nehme hier wahr, es gibt so etwas wie ein Körper-Geist-System. Und ich versuche das zu beobachten und ein Stück weit auch zu differenzieren, was ist denn dieses Ich? Und ich nehme dieses Ich zunehmend wahr, ich würde das so etwas wie eine Computersoftware beschreiben oder wie mein spezielles Betriebssystem. Und ich kenne spirituelle Praktiken, die dieses System zum Abschluss bringen. Ja. So. Ja. Und dann taucht es wieder auf. Am nächsten Morgen oder am Ende des Retreats. Ja. Und die Software läuft wieder wie immer. Ja. Aber diesen Body Mind gab es auch, nachdem das System abstürzte. Also daran hat sich nichts verändert. Nein. Nein, muss ja auch nicht. Weshalb wir ja nicht den Körper und den Verstand und auch die Gefühle nicht ablehnen. Weil das einfach ein Mechanismus ist, der seine Berechtigung hat und der es uns erlaubt, überhaupt zu leben, zu sein und diese Erfahrung von Nicht-Ich zu machen. Das ist ja das Faszinierende, ja, im Körper die Erfahrung zu machen, dass man nicht der Körper ist. Und die ganzen anderen Mechanismen, die dazu gehören, auch nicht. Und wir sind nun mal, also es gibt nur, um nochmal auszuholen, es gibt nur das eine, unterschiedslos. Und in dem tauchen verschiedene, ich sage jetzt auch mal, Objekte auf als Mensch. Ja? Aber all diese Objekte oder alle Menschen haben in sich diesen Kern, so wie wenn aus der Sonne ein Strahl kommt, der du bist, bist du dennoch die Sonne und völlig ungetrennt davon. Also diese Qualität ist in dir, und wenn du erkennst, dass du ein Strahl der Sonne bist, kannst du dich von dieser Assoziation, dass du nur der Körper bist, befreien. Weil diese Lichtqualität oder diese essentielle Qualität von Ursprung von Sein lässt dich, wenn du es erkennst, dass es in dir ist, eine andere Perspektive einnehmen, über die wir ja gerade eben auch mit ihr gesprochen haben. Dieses Ich ist nur eine Idee. Mit dieser Idee, ich bin das, man nennt das Ahamkara, das ist der Ich-Sinn in der Überlieferung, sagst du, alles, was hier jetzt getan wird durch dieses Körper-Geist-System, mache ich. Du kannst noch nicht mal atmen, du kannst selber nicht verdauen, du kannst nicht beschließen, wann du einschläfst und wieder aufwachst, wie du schläfst, ob du träumst, ja, was du denkst tagsüber, wie deine Reaktionen auf bestimmte Dinge sind, all das kannst du nicht. Du kannst im Grunde genommen nur, und du sagst ja, wenn das Ich mal nicht im Vordergrund ist, weil du Techniken hast, mit denen du Erfahrungen machen kannst, wo es ganz weg ist, taucht es anschließend wieder auf, aber du kannst es nicht reduzieren. Du kannst nicht sagen, es ist jetzt auf einmal weg, nur weil du der Meinung bist, ich habe jetzt eine andere Erfahrung gemacht. Dazu brauchst du die Erkenntnis, dass du wirklich das bist, was völlig frei ist von jedem Mechanismus in dir. Und die Erkenntnis heißt, dass die Erkenntnis mit sich bringt, dass du das in dem Moment dann bist. Also es ist wie eine Katharsis. Es ist nicht einfach nur das Wissen auf der mentalen Ebene, denn der Verstand hat dazu keinen Zugang. Da es jenseits vom Verstand ist. Und durch den Verstand oder durch das Mittel des Verstandes denken wir, wir sind ein Ich. Aber die Ebene dessen, was wir sind, ist dahinter. Hat es eine Klarheit gebracht in Bezug auf das Ich? Ja, oder? Satsang gehört auch zu diesen Techniken. Satsang ist eine sehr gute Technik. Ja. Ja.
viele gleichzeitig. Ja. Alles, was du sagst, zum Beispiel, dieses, das Jetzt-Sein oder Moment-Sein oder Präsenz-Sein, ja, diese Information, oder wer soll in mir das hören? Wer soll in mir das hören? Für wen ist das gemeint, diese Information? Die Information ist für deine höhere Intuition gedacht, für den Aspekt in dir, der das versteht. Und der das auch versteht, wenn wir einfach nur hier sitzen und die Stille miteinander teilen. Aber der Aspekt versteht Höhle, alles. Dieses Höhle in mir hat das gar nicht Notwendigkeit, dass du da geschickt sowieso alles. Ja, aber das ist ja gut. Dieses Höhle, ja. Ja. Ich meine, in mir ist auch dieser Ich-Teil vorhanden und der greift das an und dann fängt damit was zu machen. Ja. Weil was möchtest du jetzt damit sagen? Also für das, was du bist, brauchst du nicht zu hören, was du bist. Kann genau, ich das wieder? Teil ist in Struktur, das ist ein Teil, der sozusagen dieses Höheres ist oder Sein ist und ein Teil, der als Ich lebt. Ja? Ja. Und jetzt, wenn ich diese Information höre, ja, und der andere hört das gar nicht, der hat gar nicht notwendig, was der das jetzt, diese Information gehört, ist immer mein Ich. Und er fängt immer damit was an. Dann. Ja, das ist der Mechanismus, was ich. Ob das wirklich dann geschieht? Du meinst, ob eine Veränderung möglich ist, weil immer ein Ich auch sagt, das, was ich höre, das nehme ich jetzt und verwende es für mich. Das sagt nicht, der macht einfach, das geschieht. Ja, das, dann wäre Satzang sinnlos. Ja, das würde bedeuten, du sagst... Das wollte ich sagen. Ich wollte sagen, das, was wir hier machen, ist sinnlos. Also liebst du die Sinnlosigkeit, denn du bist ja noch hier. Nee, ob das dieses Gefahren, ob das da ist, nicht Gefahren unterwegs auch sind, ja. Ob das Fallen sind? Ja. Was denn? Fallen sind. Das, weil der Höhle sind mehr, der hat nicht notwendig. Wenn der weht, dann weht der. Der hat nicht mehr notwendig. Der schluckt alles. und der andere Teil, der alle Informationen geht zu ihm. Und seine Natur ist, irgendwas damit zu machen. Ja, ja und nein. Ja, ja und nein. Denn auch diese Informationen sind ja nicht nur reine Informationen. Es kommt nicht aus der Ebene des Ich, über das wir hier reden. Es kommt aus einer anderen Ebene. Und die erreicht die Ebene in dir, die identisch ist mit dieser Ebene. Damit kann das Ich gar nichts machen. Das Ich wehrt sich eher dagegen und versucht, was damit zu machen, weil auch in dir ausgelöst ein Punkt ist, der plötzlich sieht, oh, das Ich ist in Gefahr. Ja? Und dann greift dieser andere Aspekt von dir und sagt, oh Gott, das finde ich aber jetzt nicht gut. Ja? Das möchte ich nicht wahrhaben. Ich mache jetzt was anderes damit. Das Ich macht immer alles Mögliche mit allem Möglichen. Solange du damit identifiziert bist, dass du dieser Hauptaspekt bist, der alles mit allem Möglichen machen kann. Wenn du dich dem Aspekt widmest, der das nicht hören muss, sitzt du einfach nur und bist damit. Und gibst dem Ich gar keine Chance, was draus zu machen. Weil diese Reaktion, diese Frage ist dann ein Produkt von einem Ich, was ich gerade gefragt habe. Ja. Das war eine von dem Ich. Ja. Wie kann ich damit umgehen, wo ich doch letzten Endes die ganzen Informationen anders verarbeite, und zwar so, dass sie mir nicht wirklich dienen. Das ist, also habe ich deine Frage oder deine Information jetzt gedeutet. Insofern kommt es vom Ich. Denn du selbst sagst selbst, der andere Aspekt in dir hat keine Fragen. Weißt du? Das, was Fragen hat und was Schwierigkeiten hat oder Zweifel hat, ist das Ich. Ja? Das, was du bist, hat gar keine Zweifel. Kennt keine Zweifel, kennt kein Denken.
kennt kein Fühlen, kennt kein Hören, sondern ist das, was das Fühlen, das Denken und das Hören möglich macht. Ist jenseits davon. Das Wort Zweifel bedeutet, da sind immer zwei, also du und jemand anders. Und das ist immer das Ich, aus dessen Perspektive das kommt. Denn jede Frage ist eine Frage vom Ich. Jede Art von Frage. Es kommt auf die Frage an. Aber der Klärung haben will, ist immer noch ein Aspekt des Ichs, der sich nicht sicher ist, was er wirklich ist. Ja, das heißt, gibt es auch andere Quellen von Fragen, die nicht vom Ich kommen? Es gibt auch andere Quellen von Fragen oder andere Fragen, die nicht vom Ich kommen. Was? Wer soll da fragen? Beispielsweise, wenn du erkannt hast, dass du kein Ich mehr bist, ja, also sagen wir mal, du ruhst jetzt in diesem universellen Bewusstsein und dann fragst du so, wie geht es jetzt weiter? Weil ich spüre ja in mir, da sind noch Reaktionen im Körper und so weiter. Du bist aber nicht mehr das Ich, du bist jenseits davon. Dann fragst du, was ist denn die Qualität des Atman? Oder was kann ich jetzt tun, damit eben die Reaktionen, die noch in mir sind, die aber nicht zum Ich gehören, dass die sich verändern oder wie sie vorhin fragte, dass das irgendwann mal aufhört. Das ist eine Frage, die nicht aus dem Ich kommt und es gibt ganz viele Fragen, die man stellen kann darüber. Was ist ein Leben befreiter und so weiter. Das kann auch ein Ich fragen, aber es kann auch jemand fragen, der über das Ich hinaus ist. Moment, noch eine Frage. Ich weiß nicht, wo das vom Ich kommt oder nicht Ich kommt. Dieses Momentsein oder jetzt, ja, wird das erfahren, dass, okay, da ist jetzt, ich bin in dem Moment. Jetzt ist es Erkenntnis, denn dieses Moment, der Moment eintritt, ja, wird das auch gleichzeitig erkannt, okay, ja. Ist gerade in der Verweilen von dem. Ja. Und was für Eigenschaften, was für Charakter hat das? Was ist es so in dem Moment, dass keine Gedanken oder Gefühle auftreten? Oder kann auch in diesem Moment auch ein Moment der Moment sein? Kann auch Gefühle und Gedanken eintreten, aber die werden einfach, damit wird nichts gemacht. Ja. Beides ist möglich, also sowohl das eine als auch das andere. Du kannst völlig frei von Gedanken, Gefühlen und auch der Körperwahrnehmung sein. Und du kannst Gedanken erfahren und Gefühle erfahren, alles Mögliche. Aber du erfährst dich als nicht identifiziert damit, als frei davon. Und das ist eine ganz eindeutige Erfahrung, denn wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es keine Möglichkeit für dich zu empfinden, was ein Geschmack von Freiheit ist oder was Freisein ist. Dann gäbe es nur diese Identifikation mit der Person, die sich immer nur Fragen stellt und, ja, und nicht weiß, was ist wirklich das, was ich suche. Das wissen ja die wenigsten auch nicht. Ja, die wenigsten wissen, was sie wirklich suchen. Sie suchen ein Konzept oder eine Idee von Freiheit, die vielleicht andere ihnen auch vermittelt haben. Aber wie das genau aussieht, das ist erst dann in dem Moment klar, wenn die Erkenntnis oder die Verwirklichung eintritt. Und davor sind wir ja unwissend diesbezüglich. Und das ist das Schöne daran, wir sind unwissend generell, das ist unsere Qualität, unsere Natur. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit allen möglichen Gedanken oder Schwierigkeiten, sondern wir sind in dem Raum, der jenseits von eben Wissen ist, die sich mit dem Denken beschäftigt. So klar, ich wollte noch fragen. Dieses im Moment sein, ja. Einmal ist, wie du gesagt hast, da kann keine Gedanken kommen und nichts und einfach die Moment, der Moment sein wird, wahrgenommen. Andere ist der Moment sein und in dem Moment taucht Gedanke, was gestern Abend passiert ist, irgendeine Ärger, irgendwas, ja, und dann wird wahrgenommen, okay, da ist dieses Ärger, da ist, was gestern passiert ist, ja,
wann endet, was genau, wann endet dieses, dass man dieses, von dem Moment des Verlassen hat? Ja, in dem Moment, wo du den Moment verlässt, wo du den Dingen hinterherläufst, dann endet das. In jedem Moment. Dass man drauf, wenn man irgendwie emotional reagiert, aber solange diese Beobachtung läuft, ja, dieser ganze Film läuft und sieht, ist man in dem Moment, jetzt. Ja. Ja, weißt du, es ist nur ein Beispiel, lass uns das nicht jetzt zu sehr verallgemeinern, weil du kannst eigentlich grundsätzlich nicht im Moment sein. Ja, das ist, vielleicht ist der Begriff nicht richtig gewählt, weil du bist jederzeit präsent. Ja, jederzeit bist du total präsent. Das ist auch die Erfahrung, die du dann machst, wenn wir dann sagen, wir sind jetzt im Moment oder im Jetzt oder wir verlassen nicht dieses Gewahrsein. Ja. Du kannst nicht da sein, aber du kannst die Idee haben, weil du anderen Dingen hinterherläufst, dass du nicht diese Präsenz bist, die jetzt da ist. Jetzt und jetzt und jetzt. Präsenz ist auch sehr unterschiedlich. Präsenz ist abhängig von meiner Aufmerksamkeit. Nein. Bin ich nicht achtsam? Ich kriege den Moment dann doch gar nicht mit. Wenn die Präsenz von deiner Aufmerksamkeit abhängig wäre, wäre das, was du bist, abhängig von deinen persönlichen Interessen. Und das ist eher umgekehrt. Du bist abhängig von der Präsenz, weil du ihr hinterherläufst. Ich bin abhängig von der Präsenz. Ja, natürlich. Die Präsenz ist das, was allem unterliegt, was ständig da ist. Sonst wärst du keine Präsenz. Ja. Ja. Du bist nur manchmal nicht da. Deswegen ist aber die Präsenz immer da. Und die ist nicht abhängig von dir. Ja. Sondern du bist davon abhängig, ob du dich wohlfühlst, weil du dich nur wohlfühlst, wenn du wirklich sagen kannst, jetzt bin ich wirklich präsent. Ja, du versuchst gerne, dieses kleine Ich über alles zu stellen, ja? Und das ist die Tendenz auch, die das Ich hat. Das Ich möchte sich gerne so groß präsentieren, wie nur irgend möglich und so wichtig, weil es weiß, es ist eigentlich eine Illusion. Ja? Es ist nicht real, es ist in ständiger Veränderung, es ist kein Verlass drauf und es sorgt nicht für Zufriedenheit. Deswegen ist dieses Bestreben da, dass es möglichst wichtig sein soll und wichtiger sogar als das, was der Ursprung vom Ich ist, weil wir wissen, es könnte eventuell wegfallen. Und das ist für das Ich das Schlimmste, was passieren kann. Ich wollte noch was sagen, eine Frage stellen. Und zwar erstmal noch zu den Gedanken. Wenn ich meine Gedanken beobachte, habe ich auch den Eindruck, dass ich die nicht denken kann. Weil sie sind irgendwie jenseits meiner Intention. Ich habe keine Absicht irgendwie und sehe dann danach auch einen Gedanken, der wirklich dieser Absicht entspricht, sondern die kommen einfach wahllos. Also insofern habe ich auch den Satz, wenn ich sie denken würde, müsste ich eigentlich eine klare Absicht haben, vorher irgendwo in Form, in irgendeiner Form, und dann müsste ich quasi in Gedanken kommen, das ist aber nicht der Fall. Ja. Also insofern finde ich, das kann man das nachvollziehen, dass man selber eigentlich nicht denkt. Und dann habe ich jetzt immer noch mal eine Frage, und zwar, mir ist immer wieder aufgefallen in den Gefühlen, wenn man dort drin ist, man passiert etwas, man geht in Resonanz wahrscheinlich auch wieder mit irgendwelchen Gefühlen, die aufsteigen. Und man steckt aber dann ewig drin und hat damit die Schwierigkeiten, wirklich in dieses Gewahrsein zu gehen, die rauszunehmen und diese Gefühle zu beobachten. Die sind dann sehr intensiv und das schaffe ich nicht. Ja. Du kannst dich dann fragen, wer hat diese Gefühle? Ja. Ja, da du ja weißt, dass du nicht derjenige, der denkt. Sie sind so unheimlich stark und präsent da und ich meine, ich komme gar nicht raus. Und ich denke mir aber auch, was soll das Ganze? Die Schwierigkeit für dich besteht darin, dass du da rauskommen willst. Ja, das ist so einfach. Weil sie sind immer unter Umständen da. Ja, es könnte sein, dass sie nie aufhören. Und welche Position beziehst du dann am besten? Die immer sagt, nein, ich will sie nicht haben. Oder wenn du dann erkennst, okay, sie sind immer da, was ist jetzt das Klügste, damit umzugehen? Zu sehen, sie sind einfach da. Und
klar zu sein, wo du beobachten kannst, dass sie auftauchen und wieder verschwinden, denn das tun sie ja auch. Ja, du sagst ja auch, du sagst zwar ewig sind sie da, aber sie sind nicht ewig da. Ja, ich bin ein bisschen überzeugt davon, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Also für einen Moment haben Sie sicherlich recht, aber ich habe den Eindruck so, man steigert sich da rein, kultiviert sie, hält sie künstlich am Leben, ohne es bewusst zu machen. Aber vom Kopf her bin ich überzeugt, eigentlich, es reicht schon. Das Gefühl war jetzt da, eigentlich müsste es weitergehen. Und das tut es aber dann nicht. Und man hängt ewig dran, man treibt sich irgendwie so nach, ist in einer miesen Stimmung drin und fragt sich aber, das Ereignis, wo war das Ereignis, wo war der Grund, warum das überhaupt entstanden ist? Der ist vielleicht schon gar nicht mehr da und trotzdem fühlt man sich noch so. Das ist wahr und als Ergänzung dazu kann ich sagen, wenn du weißt, dass alle Gefühle, die in dir auftauchen, nicht deswegen auftauchen, weil sie von außen ausgelöst werden, sondern weil sie in dir sind und wenn sie auftauchen, dir die Möglichkeit bieten, indem du sie einfach nur siehst und wahrnimmst, dass sie sich erlösen und das nächste Mal dich nicht wieder so ärgern. Ja? Nicht so lange. Meine Erfahrung ist das, wenn ich in Satsang gehe, ja, regelmäßig in Satsang gehe, mich dem widme und dann mehr und mehr in mir diesen freien Raum entdecke, der friedlich ist, der auch frei von diesen Gefühlen und von Ideen und Anhaftungen und so weiter ist, dann erlöst sich mehr und mehr dieses Anhängen an den Gefühlen oder auch an Denken oder an unangenehmen Situationen. Und die Zeiträume, die es vorher gebraucht hat, um davon freizukommen, für manche ist eine Schwierigkeit, dauert Monate. Ja? Und dann gehen sie regelmäßig in Satsang und merken plötzlich, ja, es dauert nur noch zwei. Ja? Dann nur noch einen. Und irgendwann merkst du, okay, es taucht auf und es darf da sein, und weil dein Fokus nicht mehr da ist, wo die Abwehr ist dazu, zu dem, was gerade passiert, ist sie eben jenseits davon und dann möglichst bei Frieden und ja, dann bist du raus aus dem. Gehst du nur mit Satsang? Nein, aber Satsang ist, wenn man über die Bedeutung spricht, die Satsang hat, ist in Wahrheit Zusammensein und das bist du auch, wenn du dich deinem Innersten widmest und das brauchst, um rauszukommen. Also man könnte sagen, es braucht nicht unbedingt die Form von Satsang oder eine bestimmte Form, aber Satsang brauchst. Also mit den höheren Aspekten oder den Aspekten in dir zu sein, die sowieso schon frei sind von dem Mechanismus. Das ist nach meiner Erfahrung das Klügste und Schnellste auch.